Vor sehr langer Zeit sah ich als kleiner Junge zu den großen YouTubern auf. Ich hatte es nicht immer einfach, doch in diesem Kosmos des Internets fühlte ich mich geborgen und aufgenommen. So beschloss ich, mit 11 Jahren mein erstes Minecraft-Video zu drehen. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Am Anfang wurde ich von jedem belächelt. Doch ich ließ mich niemals unterkriegen. Egal wie schwer es schien, egal wie groß die Herausforderung war. Ich werde niemals aufgeben. Komme, was wolle, sagte ich mir. Nach Stunden, nach Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, nach Nächten ohne Schlaf, habe ich es geschafft. Ich bin an der Spitze des Bergs angekommen. Auch wenn es nicht immer einfach war, bin ich extrem stolz, das alles mit euch erreicht zu haben. Und genau deshalb wollte ich auch jemanden von euch eine kleine Freude bereiten. So fuhr ich also mit meiner Schwester im Zug nach Hanau und überraschte Ruven, der ein treuer Zuschauer von mir ist und von all dem noch nichts wusste. Seine Mutter hat ihn vor unsere Unterkunft gelockt und dann die Instagram-Story angemacht, wo er quasi sehen konnte, dass ich gerade im Gebäude bin, vor dem er steht. Und jetzt würde ich sagen, seht selbst, was passiert ist. So Leute, Ruven kommt gleich und ich bin todesaufgeregt. Wir haben alles organisiert und ich würde sagen, wir gehen jetzt in Position und dann geht's gleich los. Ohne Witz, ich bin so aufgeregt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt du bist. Oh mein Gott, sind die das? Ich glaube schon. Es läuft alles perfekt nach Plan. Noah, wie fühlst du dich? Hallo Ruven! Alles gut, nicht weinen, komm. Das hast du nicht gedacht, oder? Dass ich komme? Komm. Danke. Ey, alles gut. Komm her. Dankeschön. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich echt toll. Ja, ich habe dir was mitgebracht. So, du darfst mal jetzt die Tür aufmachen. Siehst du das Fahrrad? Ja, mein altes Fahrrad. Nein, dein neues Fahrrad. Ja. Komm mal her und nicht weinen, Ruven. Freut mich, wenn du glücklich bist. Ich hätte das nie gedacht. Weil deine Mama hat mir geschrieben und so, dass du meine Videos sehr gerne schaust. Und da dachten wir, wir überraschen dich. Danke. Du kannst jetzt auch mal deine Mama in den Arm nehmen, die hat das alles organisiert. Ey Leute, filmt die? Ja, die filmt. Leute, das ist, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war unfassbar krass, ey. Und das macht, sowas macht glücklich. Nicht irgendwie, keine Ahnung, nur Geld. Geld ist wichtig, aber das sind die wahren Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Ohne Witz, ich bin so gerührt, dass ich mittlerweile die Möglichkeit habe, einem Menschen so eine Freude zu machen. Dann fuhren wir natürlich noch eine Runde und verbrachten den restlichen Tag gemeinsam. Letztendlich kann ich euch echt einfach nur ein großes Dankeschön aussprechen. Danke für 100.000.